Warum tue ich das eigentlich? Hallo und willkommen zum Video, glaube ich mal. Heute mache ich Grießkoch. Dafür brauche ich Milch. Okay. Weizengrieß und Butter. Und ich habe überhaupt keinen Bock auf das, aber naja. Wir nehmen einen Topf, das soll passen. Drehen den Herd auf. Der Grund, warum sozusagen kein Video mehr kam, ist bla bla bla. Sekunde mal ganz kurz, ich muss kurz etwas Kleines erledigen. Be right back. Bin wieder zurück. So. Ich möchte sterben. So, dann nehmen wir Butter oder in meinem Fall Margarine. Öffnen die Buttermesser. Ich könnte mir jetzt eigentlich ein Rezept dazu nehmen, aber sehe ich so aus wie jemand, der sich Rezept dazu machen würde, nehmen würde. Okay. Okay, warum nicht? Wird schon schief gehen. Ich meine, ich bin nicht ganz okay im Kochen, aber da habe ich jetzt nicht allzu viele Erwartungen. Ich meine, ja, Grießkoch ist eigentlich simpel, aber. So, das wird jetzt auf den Kühlschrank. Jetzt tun wir da Milch rein. Ich mache sicher urfalsch. Aber ist mir eigentlich im Grunde eh egal. Milch rein. Jeder Koch, der sich dieses Video anschaut, ich bin kein Koch, also ist mir scheißegal, was ihr von mir denkt. Ich kann sowieso nicht kochen, mir egal. Dann nehmen wir das Weizengrieß. Kippen ihn ordentlich da rein. Und jetzt eigentlich nur noch rühren, ne? Rühren, bis es fertig ist. Werde sich die ganze Rührzeit zeigen. Aber naja. Ich habe so lange kein Video mehr gemacht, weil ich einfach keinen Bock hatte darauf. Schaut sich sowieso keiner meine Videos an, also. Warum sollte mich das jucken? Ich glaube übrigens, ich lasse das Intro in Videos weg, wenn sich jemand das anschaut. Also, ja. Oh, warte, ich glaube, ich habe den Zucker vergessen. Ja, das sollte reichen. Auch fängt dann zu blubbern. Sieht mal kurz. Ja, ich habe keine Hobbys. Ich habe einen YouTube-Kanal und mache dann die Videos. Von Neon Rainbow werden auch bald wieder Videos kommen. Oder eben nicht, ist mir scheißegal. Ich glaube, da fehlt Grieß drin. Ja, wird schon reichen. Es wird sowieso nichts, also. Ich sollte keine Hoffnungen machen, aber naja. Vielleicht wird es ja doch was. Aber nur vielleicht. Aber nur vielleicht. Das sieht doch. Ja, das sieht scheiße aus. Aber scheiße, ich muss ja rühren die ganze Zeit. Ich muss bei diesem Rezept die ganze Zeit rühren. Und darf es nicht kochen lassen, glaube ich. Ja. Junge. Also sollte da zu wenig Milch drin sein, bin ich gefickt, aber. Ja, es wird dicker, wenn man es sieht. Sieht man das? Aha. Berg, sieht man das? Ja. Nee. Ja, man sieht es ein wenig. Es wird dicker. Ja, ich glaube, das kann wirklich was werden. Oh ja, auf diesem Punkt ist es wirklich schon. Oh, warte, ich wechsle die Hand. Ich glaube, es ist fertig. Und es ist dickflüssig. Also flüssig ist es fast gar nicht.
ist jetzt fertig. Machen wir den Herd aus. Wir uns noch ein bisschen und wir sehen uns gleich wieder, wenn es am Teller ist. Okay. So, und das ist jetzt der fertige Grießkoch, obwohl er wie Kartoffelbrei aussieht. Jetzt probieren wir mal ein bisschen was. Okay, let's go. Wird schief. Ja. Dafür, dass es sieht schlimm aus, als es schmeckt. Also ich hatte keine hohen Erwartungen, weil ich es nur nach Gefühl gemacht habe. Es ist eigentlich ganz okay geworden, finde ich. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt es einen Daumen nach hoch oder eben nicht. Ja, ne, ciao, ne.